Ich bohre meine Löcher weiterhin nicht mit der Bohrer in. Ich gehe zum Arzt und nicht zur Heilkraft, und das Wort Lehrer bezeichnet definitiv nicht einen männlichen Lehrer, sondern das Wort Lehrer kommt, das muss man den Leuten beim Duden vielleicht mal erklären, die sind auch alle nicht mehr so sprachfirm da, das kommt vom Verb lehren, und aus Verben wird im Deutschen ein Hauptwort, indem man die Infinitivendung weglässt und stattdessen er hinten dran hängt. Bohren, Bohrer, lutschen, Lutscher, lehren, Lehrer. Ja. Und damit ist dann, ja, so einfach ist das, ja. Und dann ist damit die lehrende Person gemeint. Und erst wenn man an den Lehrer noch die Endung in anhängt, wird aus dem geschlechtsneutralen Lehrer eine Frau. Mit anderen Worten, für weibliche Lehrpersonen gibt es ein eigenes Wort, für männliche nicht. Das ist eine Benachteiligung für uns Männer. Und bitte, nicht, dass wir es falsch verstehen, ich bin absolut für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen und allen Menschen, die sich da nicht einordnen können.